Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Wir spielen wieder Are You und ich gucke gerade mal nach, wie hoch wir auf der Leiter sind. Wir haben beim letzten Mal, wir sind Top 9, Platz 9, das ist schön. Wir haben in einem Video vor ein paar Tagen dieses Team gebaut. Ist auf meinem Kanal, ich verlinke es euch nicht, weil ich nicht dran denken werde. Wir haben dieses Team gebaut und wir werden dieses Team heute spielen. Vielleicht werden wir, während wir spielen, noch ein bisschen was ändern. Und wissen wir nicht, das ist quasi noch der Alpha-Bild von damals. Wir haben Bandit Golurk, das Standard Trowbridge, das ich immer spiele, weil es einfach super geil ist. Life Orb Raikou mit Carmine, Heavy Duty Boots, The Root, Leftovers Velotic und dieses lustige Cobellion. Und ich habe, to be honest, Bock, weil wir haben halt super viele Pivots, einfach Sword Stance auf dem zu spielen. Und ich mache das jetzt einfach mal. Und dann wollen wir mal losgehen. Jo. Ist natürlich kritisch, Sword Stance auf dem Stealth Rocker zu haben. Ist natürlich ein bisschen kritisch. Aber es könnte tatsächlich helfen, um durch ein paar bestimmte Mons durchzubrechen. Oder halt eventuell... Ich meine, es gibt ja auch Situationen, wo wir den Gegner rausforcen, auf dem wir noch Jocks legen können. Dann können wir immer noch SDen und sowas. Also, mal gucken. Mal gucken. Ich mag eigentlich den Sword Stance doch recht gerne. Wobei es der Volt Switch halt eigentlich auch ist, ne? Ach komm, wir spielen erstmal den Volt Switch. Wir können ja zu SD wechseln, wenn wir es brauchen. So, los geht's. Watch a Battle. Wie viele Are-You Battles haben wir denn gerade? Ein paar. Das ist ein Tour-Game. Was geht hier ab? Der Hintergrund despawnt erstmal. Hier haben wir einen Lycanroc. Das ist sick. Da kommt der Sand rein. Ist mein Internet gerade scheiße? Lade ich gerade das runter auf Steam oder was passiert hier gerade? Da kommt der Sand langsam vom Himmel. Das ist doch Sand, oder? Ja, Brokkolos. Ja, das ist Sand. Sieht nach coolen Teams aus. Ich mag diesen Sandcore. Mit Lycanroc und Gigalith. Ich weiß halt nicht, inwiefern das inwiefern der halt Sand, Speed durch Sand braucht. Life Orb? Nee, oder? Doch, ja, dann ist er jetzt in das Felix reingerannt und gestorben. Das ist natürlich sad. Das ist natürlich sad. So viel zum Sandcore. Ich meine, der Sand Damage ist auch nice und da wird jetzt halt auch wirklich nur The Root von getroffen. Also von daher, das ist halt ähnlich wie Tita im OU. Du musst auch kein Sand-Team drum spielen, solange du jetzt nicht selber vom Sand krass getroffen wirst, hilft das trotzdem. Und da haben wir ein Jane-Team. Das ist ja alles Wetter heute. Wait a second. Nee, ich dachte kurz, es kommt mir bekannt vor, aber ein bisschen bekannt kommt es mir vor. Aber da ist kein Toxicroak, von daher passt das schon. So, ich würde ja gerne Golurk leaden, aber gegen Politoed Golurk ist auch nicht so geil. Ich glaube, The Root ist es einfach. Aber wobei, ich will auch ungern gegen Golisopod leaden. Vielleicht ist es auch Cobellion. Ich will aber auch nicht Volt switchen Turn 1. Alles scheiße gerade. Wisst ihr das? Alles scheiße. Hey, wir leaden The Root. Wenn er mit Golisopod leadet oder mit Torn, dann muss ich halt raus. Ja, hallo Torn. Alter, was ist denn hier los? Warum ist denn die Verbindung so kacke? Was ist... Holy shit. Okay. Das ist eine Situation, die mir nicht gefällt. Da gehe ich jetzt erstmal hart auf Milotic. Ich nehme den Hit. Ich bin Milotic. Geht für Raindance. Soll er ruhig machen. Und ich drücke jetzt auf Toxic. Kann er gern versuchen, Heliolisk reinzubekommen. Toxic Damage ist immer nice. Geht für Hurricane. Okay, das macht halt aber nicht genug. Und jetzt ist er gepoisoned. Ich muss hier recovern. Da kommt Heliolisk. Das ist sehr schade. Aber hätte ich nicht recovered, hätte das Tornadus mich 1v1'd. Und das wäre es auch nicht gewesen. Jetzt könnte ich in The Root gehen. Aber weil ich halt nicht Scarf bin, bin ich halt langsamer. Cobellion will ich hier nicht hart reinholen. The Root ist halt zu wichtig, ne? Ich meine, wenn ich jetzt predicte, dass er nicht für einen Electric Move geht, dann kann ich so oder so in Cobellion gehen. Schneller bin ich. Ich gehe auf Cobellion. Ich glaube, der will The Root predicten. Nee, will er nicht. Aua, bitte Param... Kackvieh. Du Kackvieh. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Da hätte ich mal... Wäre ich mal lieber in The Root gegangen. Ich dachte halt, der predicted das direkt, aber... Ja, muss er natürlich nicht.
ist ja nicht gezwungen dazu. Dann gehen wir jetzt auf The Root. Wir nehmen den Hit und wir gehen erstmal für die U-Turn. Dann ist der in Range von Raikou. Und wenn er auswechselt, genau, dann stehen wir auch gut da. Hier kam die U-Turn. Dann gehen wir jetzt auf Raikou und drücken auf Calm Mind. Nee, der Toad. Der hat Toad. Raikou Calm Mind ist es nicht. Das ist es nicht. Crobat ist auch schneller. Aber wir gehen erstmal Milotic. Crobat hätten wir U-Turn können, aber ich glaube, Milotic fühle mich am sichersten. Jetzt drücke ich einfach nochmal das Toxic und hoffe, dass ich den Switch out erwische. Geht auf Politoed. Refresh existiert nicht mehr. Wenn er jetzt hier für Toxic gehen möchte, soll er das tun. Ich bringe hier so Root rein. Ich kann Jungle Healing drücken. Okay, er geht für Toxic. Ich glaube aber, ich gehe nicht mal für Jungle Healing, denn jetzt ist erstmal kein Wetter draußen. So. U-Turn ist es. Da geht Tornadus. Das ist in Ordnung. Er wird sich sein Wetter zurückholen. Ich könnte jetzt natürlich auch forcen, dass er kein Wetter kriegt. Aber nee. Der soll sich ein Wetter zurückholen. Ich gehe auf Milotic. Ich gehe auf Milotic und ich drücke hier auf Flip Turn. Er geht für Rain Dance. Ich hau ihm eine Flip Turn rein. Jetzt gehe ich auf Crobat, bin schneller und kann hier raus U-Turn, wenn ich muss. Okay, er behält den nochmal, geht auf Toad. Soll er machen. Ich kann hier Milotic reinbringen und Toxic drücken. Worst Case ist der Teleolisk. Immer. Ich weiß auch nicht, warum er nicht einfach in den geht. Toxic gemisst. Das ist natürlich scheiße, weil jetzt sackt er einfach seinen Torn. Und weil er das macht, gehe ich jetzt für Flip-Turn. Jo. Weil ich nicht möchte, dass er Heliolisk for free reinbekommt. Das möchte ich nicht. So, dann gehen wir jetzt doch einfach mal auf Crobat, der ist schneller als Heliolisk. Heliolisk ist so ein Fett, Leute. Da kommt Kingdra. Okay. So, Kingdra ist auch ein Problem. Milotic nimmt den grundsätzlich aber. Ich weiß aber nicht, wie viel jetzt tatsächlich der Draco machen würde. Milotic. Ob ich da mit Jox 2 nehmen würde. Kingdra. Bei Milotic ist es sehr wichtig, ich kann mir den nicht einfach kaputt schießen lassen. Are you Rain Sweeper? Na doch, ich nehme 2 Dracos. Der zweite macht dann 30. Na, mit Lefties nehme ich das. Ich gehe auf Milotic. Mit Lefties nehme ich 2 Modest Life auf Draco Meteor. Flip Turn. Okay. Dann kommt jetzt Heliolisk. Flip Turn Kingdra. Der ist auch nicht Life Orb. Jetzt gehe ich erstmal auf Golurk, fress den T-Bolt. Oder den Thunder, ja genau. Dann wird jetzt ein Surfer kommen. Kann ich da was gegen tun? Eigentlich halt so gar nicht. Deswegen gehe ich einfach für einen Dynamic Punch. Geht für Grass Knot, okay, killt auch, also passt schon. Nimmt Life-Op-Schaden, recovert das wieder. So, dann gehen wir jetzt auf Raikou. Wie viel macht Raikou gegen Toad? Raikou. Wenn ich jetzt für einen Carmine gehen würde. Seismi, Toad. Jane. Nix. Mach nix. Plus 1 mache ich 60. Heißt, ich gehe einfach für die Aurasphäre. Ich gehe nicht für einen Carmine. Einfach Aurasphäre. Da kommt Toad, okay. Macht meine Aurasphäre denn den Two-Hit? 43%. Das ist der Two-Hit. Das ist optimal. Wir gehen für noch eine Aurasphäre. Jetzt kommt Politoed. Okay. Also absolut gar nicht okay, weil der kann jetzt halt. Ich kann ja halt nicht nochmal Aurasphäre drücken. Der sollte hier ziemlich free of Toad gehen können. Deswegen gehe ich hier erstmal für den Midground of the Root. Wenn er Toad drin bleiben sollte, ist das in Ordnung. Wenn er auf sein anderes Toad geht, dann stehe ich auch gut da. Und jetzt drücke ich auf eine Power Whip. Geht für Weatherball. Ja, esse ich halt auf. Bitte hitte deine Power Whip, The Root. Der ist live ob Toad. Okay, Toad ist weg. So, das war sein effektiver T-Bolt-Switch-In. Da kommt Kingdra. Dagegen sack ich jetzt The Root. Und mit sacken meine ich, ich drücke auf U-Turn, damit er hier. Nee. Ich drücke auf Power Whip. Muss die halt treffen. Ich will nicht, dass er Dragon Dance, weil der hat mir Flip-Turn gezeigt. Vielleicht ist er physisch. Oder wenn er halt einen Draco droppen will, hat er Hurricane. Okay. Okay. Der ist halt wahrscheinlich in irgendeiner Form gechoiced. So wie ich den einschätze.
So, dann drücke ich jetzt auf Recover und Heliolisk. Wie biete ich dieses Team noch? Wie biete ich das noch? Ich glaube, ich muss ihm jetzt Crobat geben, dann Raikou gehen. So. Und einfach angreifen. Geht in Kingdra. Warum geht der in Kingdra? Geh auf Milotic. Ich brauche Raikou noch. Für Surfers. Ist in Ordnung. Jetzt gehe ich wieder back to Raikou. Da kommt Politoed. Das ist auch fein. Mit Thunderbolt mache ich eigentlich nichts falsch. Politoed weg. Das war sein letzter, sein letztes Mal Jayne setten. Frage ist halt, reicht das einfach? Wahrscheinlich ist das schon genug, ne? Weil durch das Heliolisk komme ich halt niemals durch. Ich muss, glaube ich, hoffen, dass er jetzt einen Draco misst und ich dann am Ende irgendwie mit Raikou das Heliolisk finishen kann. Geht für Flipturn. Ja, war halt der Play. Das war halt der Play. Jupp, das ist over. Ich bin weg hier. Ich bin weg hier. Okay, da konnte ich gerade... was hätte ich machen können? Ist mein Jayne-Matchup einfach so kacke. Das Heliolisk nimmt mich halt ziemlich hops. Ich hätte ihm halt nicht direkt mein Cobalion geben dürfen. Das war ein Missplay. Ich hätte da erstmal auf The Root pivoten sollen, um dann in Cobalion zu gehen. Damit ich halt nicht direkt T-Bolt parat werde. Ich glaube, daran hat es gehakt. Das war wahrscheinlich der Fehler. Okay. So, da haben wir uns unser Ranking halt wieder zerschossen, weil man verliert halt 1 Million Punkte, wenn man verliert. 1 Million. Das ist immer noch dasselbe. Nee, das ist ein anderes Tournament-Game. Da ist ein Heracross, das ist cool. Da ist ein Heracross. Wenn ich mir das mal so angucke... Ich sehe halt nicht, wie Heracross reinkommen soll. Also der ist halt generell, böllert der richtig Schaden aus, wenn er gegen einen von den linken dreien hier reinkommt. Oder halt gegen Gardevoir, wenn es nicht Scarf ist. Aber ich sehe den halt irgendwie nicht reinkommen. Der kriegt den nicht richtig reingepivotet. Der kann Raikou reinbringen und vielleicht auf den doublen, damit er den auf Seismitoad reinkriegt. Das potenziell. Aber ansonsten... Ansonsten wird das schwierig, glaube ich, ihn reinzukriegen. Weil wenn The Root halt U-Turn, ne? Auf The Root seinen U-Turn-Pivot holt er, kommt halt Crobat rein und da... Ey! Da ist ein Croak! Da ist ein Croak! Okay, alles klar. Das ist Croak Rain. Das ist eine interessante Form von Croak Rain. Könnt ihr aufhören, alle Jaynes zu spielen gerade? Das geht mir ein bisschen auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Da ist mein Matchup so scheiße gegen. Ich brauche Golurk auf jeden Fall, damit er hier nicht free gegen T-Bolten kann. Aber ich glaube, ich möchte mit Raikou leaden. Na, möchte ich das? Milo ist eigentlich mein Lead, oder? Ja, ich leade Milo. Field Circuitry. Okay. Dann gehe ich jetzt lieber erstmal in The Root, weil ich habe halt einen Golurk und ich sehe den halt. Ich möchte eigentlich Golurk gehen, aber ich sehe den hier irgendwie nicht Volt switchen. Ich sehe den, wenn dann Energy Ballen. Und nee. Da gehe ich lieber. Der drückt Hard Dazzling Gleam. Der ist verrückt. Der ist einfach verrückt. Dann gehe ich jetzt auf Crobat. Da kommt Klefki. Ist es in Ordnung? Dann gehe ich einfach. Back to the. Na. Gehe ich in. Ich geh in Golurk, der kann den auch nicht T-Waven. Hier kommt Golurk. Spikes, mach was du für richtig hältst. Ich drücke hier einen Poltergeist. Der boxt jetzt jemanden. Der wird jetzt wahrscheinlich reflekten. Der wird jetzt wahrscheinlich reflekten, aber irgendwie muss ich Klefki ja downhauen. Wie viele Poltergeist habe ich? Nur 8 Stück. Das ist ein bisschen wenig. Wir drücken jetzt den Poltergeist. Dynamic Punch wäre natürlich cool. Ja. Oh, er geht hart Politoed. Wait, ich bin doch schneller als du, wenn du nicht Max Speed bist. Boom.
Ist das ein Max Speed Politoed? Kalk? Golurk? Politoed? Ah, Rain Setter, Poltergeist. Der ist nicht Max Speed, das ist eine ganz normale Roll gegen den. Immer noch ein Poltergeist. Toad, hallo? Boom, dead, weil der offensiv war. Das Turm liegt auf Wahr, da kommt Tornadus. Tornadus. Are you offensive utility? Was ist, wenn der einen Grassnot hat? Dann killt der. Wenn der einen Grassnot hat, dann killt der. Will ich hier auf Milotic gehen? Ich meine, Golurk ist noch wichtig. Ich gehe auf Milotic. Ich will nicht, dass der Friedrich gegen Volt switchen kann. Weatherball. Ja, okay, das hätte auch gekillt, tatsächlich, weil es ein Water-Move ist. Da sollte jetzt Toxicroak immer reinkommen. Ich gehe hier auf Golurk. Bitte hab keine U-Turn. Der hat eine U-Turn. Sad. Oder er drückt Nasty Plot. Auch das ist eine Option, die existiert und die mir nicht gefällt. Denn jetzt muss ich Seju zacken, um Raikou reinzukriegen. Aber dann ist das so. Aber dann ist das so. Seju weg. Und jetzt kommt Raikou rein. I mean, Raikou kann halt T-Bolten. Raikou kann halt T-Bolten. Und es kann niemand was dagegen tun. Noch viel eher durch Volt Switch. Da kommt Klefki. Hallo. Hallo, Sir Klefki. Wie geht es Ihnen? Hier kommt wieder Golurk. Und Golurk ist bereit, nochmal den Poltergeist zu drücken. Ich habe noch 6 Stück davon. Da kommt noch ein Spike. Okay, das ist sein Klefki gewesen. Da ist es weg. Golurk holt sich einen neuen Kill. So. Da ist Torn wieder. Gegen Torn gehe ich. Ich will nicht hart Raikou gehen. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Milotic. Weil ich. Milotic ist halt eh bad, ne? Drückt auf Weatherball. Soll er machen. Jetzt drücke ich auf. Ich will halt eigentlich nicht Flip-Turn. Ich finde das gruselig. Weil dann würde halt Toxicroak safe reinkommen und das will ich nicht. Ich will hier eigentlich. Ich habe aber ein Crobat. Ich drücke die Flip-Turn. Er nasty plottet. Das ist fein. Ich gehe auf Raikou. Jetzt nehme ich halt 16%, also 16,66 durch Hazards. Werde jetzt nochmal raus Vote switchen. Circuitry kommt, ja, den habe ich schon ankommen sehen. Jetzt gehe ich auf Koba. Koba stirbt auch zu T-Bolt. Ich gehe auf Golurk. Date den Energy Ball raus und gehe jetzt auf Koba. Ich will halt nicht, dass. Ich will nicht auf Crobat gehen, weil ich habe Angst, dass er das prediktet. Und Crobat ist sehr wichtig. Crobat gewinnt das am Ende. Solange ich Golurk habe, weil dann kann er nicht T-Bolten. Und den einzigen Move, den er jetzt drücken kann, um Rebellion zu killen, ist T-Bolt. Dazzling Gleam macht auch viel Schaden. Aber das ist der einzige, der killen wird. Er drückt T-Bolt. Krank. Krank. Der Mann ist crazy. Der ist absolut crazy. Okay, wir gehen wieder auf Golurk. Und wir drücken unseren Poltergeist. Da kommt Politoed. Das war das letzte Mal, dass er Regen gesetzt hat. Das war das definitiv letzte Mal, dass er Regen gesetzt hat. Jetzt wird halt das an Torn wieder reinkommen. Genau, und jetzt ist das Problem, ich muss jetzt hier Milotic sacken. Weatherball macht das. Ist in Ordnung. Ich flip Turn nochmal. Hurricane mich weg. Okay. So, ist die Frage. Jetzt möchte ich Raikou gehen. Schon. Ich möchte schon Raikou gehen. Und ich möchte auch nochmal Volt switchen. Okay, Torn ist weg. Torn ist weg. Gehen wir auf Crobat. So, wenn er jetzt Circuitry reinbringt, dann zack ich Raikou. Genau, jetzt zack ich Raikou. Dann kann ich nämlich, wenn er T-Boltet, was gegen Crobat der Play ist, kann ich halt in Golurk gehen und mit Earthquake einen Kill holen. Und wenn er auf Dazzling Gleam drückt, oder Energy Ball oder was weiß ich, irgendwas, das Golurk treffen würde, kann ich Crobat gehen und einfach auf Brave Bird spammen. Drückt Energy Ball. Okay. Und Golurk kommt auch noch zweimal auf die Spikes rein. Er drückt Energy Ball, das heißt, ich gehe jetzt auf Crobat.
Und das ist halt nur ein Energy Ball. Ich spam mein Brave Bird. 15%. Nothing. 28. Ich spam mein Brave Bird. Boom. Und mit ich spam mein Brave Bird meine ich jetzt juice dich einmal, weil ich Angst habe, dass der mich mit Sucker Punch killt. Crit, okay. Ja, zum Glück habe ich gejuiced. Zum Glück habe ich an dem Punkt gejuiced. Und jetzt drücke ich nochmal Brave Bird. So. Und das Toxic Croak hat keine Möglichkeit, jetzt meinen Crobat zu killen. Und ich kill den mit einem Brave Bird. Zack, selbst ein Sucker-Crit hätte ich gelebt. Boom. Okay, Croak hat nichts gemacht. Das gefällt mir. Also grundsätzlich gefällt mir das nicht, aber dass er gegen mich nichts gemacht hat, gefällt mir. Das finde ich grundsätzlich gut. Und wir suchen nach noch einem Game. Das hat ja schon mal besser funktioniert. Aber man muss halt immer mit Golurk ein bisschen aufpassen, dass man den, ne, dass man den behält, weil der böllert halt richtig fett rein. Der hat mir halt easy sein Seismitoad gegeben. Was wir da nicht machen dürfen. Weil dadurch, konnte ich halt T-Bolt und Volt Switch mit meinem Raikou sehr free drücken. Das war halt ein Fehler von ihm. Das hätte er nicht machen dürfen. Das hat Raikou ein bisschen sehr gefreed. Aber Raikou hat sich auch selber ganz schön geboxt. Vielleicht wäre es sinnvoll, bei Raikou von Life Orb auf Leftovers zu switchen. Vielleicht ist es das wert. Vielleicht sollte man das machen. Machen wir das mal. Cancel und suchen nochmal. Einfach mal auf Leftovers switchen. Dann hält unser Raikou ein bisschen länger durch. Dann gehen wir nicht so schnell down. Klar, die Aurasphäre ist schwächer. Ja, wir müssen den Gegner ja ohnehin super hart runterchippen, damit wir den mit Aurasphäre boxen können. Also ist das am Ende nicht so super tragisch. Und dadurch, dass wir halt Leftovers haben, kommen wir öfter auf Hazards rein und generell ist alles cooler in dem Spiel. Und ich mag es, dass ich nicht geflincht werden kann. Deswegen haben wir Inner Focus. Wegen Kack-Fake-Outern. Ich meine, Pressure Stolen werde ich mit dem Raikou wahrscheinlich eh nicht. Werde ich wahrscheinlich eh nicht. So, wir können ja hier gerade nochmal... Ah, hier, das Game gibt's immer noch. Wie sieht's aus? Heracross ist schon tot. Sad Heracross. Wie ist das passiert? Woran ist Heracross verreckt? Ist das early passiert? Sieht ein bisschen so aus, ne? Hm? Toad. Heracross used Knockoff. Crobat used Brave Bird, Heracross fainted. Antwort. Aber Crobat ist auch dead mittlerweile. Also vielleicht hat sich das gelohnt. Ich habe nicht genau aufgepasst, was genau da passiert ist. Aber Heracross ist dead und Crobat ist dead. Das sieht nach einem super nice Matchup für Raikou aus. Wie viel HP hat er noch? 20. Oh, never mind. Das sieht nicht nach einem guten Matchup für Raikou aus. Ja, RIP Raikou. Was machen wir denn jetzt? The Root. Nimmt der? Ja, der nimmt auf jeden Fall einen Mystical Fire. Killt der Raikou? Raikou Gardevoir aus der Range? Ah, es ist Garf's Root, never mind, der muss das ja gar nicht nehmen. Der killt ihn einfach mit einem Power Whip. Wie viel hat das Metagross? 9, ja. Toxicity kommt auch nur einmal drauf rein. Wie viel hat das Steelix noch? Ja, dann würde der wohl Canyon stacken, dann auf Steelix gehen, auf Earthquake drücken. Ja, ich fühle das. Jetzt ist Power Whip der Play. Der muss halt die Power Whips treffen, ne? Das ist so das große Problem. Aber generell sieht es ganz gut aus für The Root. Da kommt Metagross. Ja, trifft am besten jetzt die Power Whip. Ja, wobei Metagross-Sack, der war es, glaube ich. Ja. Da haben wir auf jeden Fall Kaleo Crowned mit einem Heracross. Und einem Obstagoon. Und einem Zolkitree. Und generell allen Mons, die gut sind. Golurk kann hier. Ja, potenziell kann der was machen. Mir gefällt halt nicht, dass dann Crobat ist. Der fängt halt unsere Earthquakes ab, aber sonst wäre es ja auch ein schlechtes Team. Ich möchte hier leaden mit meinem... Milotic. Nee. Ich leade Golurk, glaube ich. Ja, ich leade Golurk. Leadet Milotic. Das ist nicht so fein. Ich habe halt erwartet, was ich erwartet habe, ist entweder Steelix. Ich habe vielleicht mit Heracross gerechnet. Heracross wäre halt ein bisschen
doof gewesen, ne? Aber der wäre immer noch nicht Flame Mob gewesen, hätte ich noch fast drauf reinwechseln können. Ich hatte jetzt nicht so Bock auf Circuitry oder auf Crobat. Milotic ist es natürlich unschön, aber da kann ich theoretisch auf The Root gehen. Problem ist, der wird hier flip-turnen. Deswegen hau ich jetzt erstmal einen fetten Poltergeist raus. Weil der flip-turnt halt. Der flip-turnt. 70%. Der drückt Scald. Antwort. Bitte burn mich jetzt nicht. Dankeschön. Okay. Da kommt das Obstagoon, weil er hat jetzt den Damage gesehen. Der weiß, dass Obstagoon hier der Play ist. Deswegen gehe ich jetzt erst hart auf Cobalion. Bitte geh auf Obstagoon. Dankeschön. Der hat den Damage gesehen. Der weiß, ich bin banded. Deswegen kommt Obstagoon. Hallo Obstagoon. Jetzt lege ich erstmal meine Jocks. Die sind ziemlich free. Denn ich habe ohnehin, ne, wenn er mich mit Kampfmove angegriffen hätte, ich werde das genommen. Der kommt hier rein. Ist burnt. Ich nehme den Kampfmove. Ich habe eine Choppelberry und ich bin Fist Death super heavy. Und deswegen gehe ich jetzt für Iron Head. Denn ich möchte dieses Heracross loswerden, bevor es ein Problem wird. Fassade. Auch das ist kein Ding. Wie gesagt, ich habe die Choppel. Ich hätte einen Close Call mitgenommen. Ich bin Cobalion. Meine Death geht durch die Decke. Und jetzt gehe ich nochmal für Iron Head. Er geht auf Crobat. Soll er machen. Iron Head Crit. Okay, das ist natürlich Antwort für ihn. Hier Volt Switch ich jetzt. Der roostet. Das ist fein. Den Chip Damage nehme ich. Und jetzt kriege ich erstmal einen Mon rein. Und dieses Mon ist nicht Golek, weil den Brave Birdet der einfach weg. Sondern es ist mein Raikou. So. Und mit Raikou, ich könnte das Ding jetzt halt weg T-Bolten. Aber das will er nicht. Deswegen gehe ich hier für die Aurasphäre. Er defogt ein. Ich hätte das Crobat einfach killen können. Ich hätte das. Aber jetzt bluffe ich eventuell einen Scarf. Nee, tue ich nicht. Ich bluffe eventuell. Na, einen Specs kann ich nicht bluffen. Hätte ich mehr gemacht. Der geht hier halt so raus. Der U-Turn jetzt. Ich gehe nochmal auf Aurasphäre. Ja. Da ist die U-Turn. Da kommt Steelix. Na, wie viel macht unsere Aurasphäre? Ist halt ein Steelix. Der nimmt die. Ja, 45%. Aber ist ein solider Chip. Ich kann ihm hier meinen Raikou nicht einfach geben. Der ist zu gut. Der hat halt Toxic. Legt der hier nicht einfach Rocks? Wenn ich jetzt das Steelix hitte, ne, wenn ich jetzt das Steelix hitte, würde mir das groß helfen. Wahrscheinlich eher weniger, ne? Wahrscheinlich eher weniger. Deswegen gehe ich jetzt auf Milotic. Wenn er mich toxikt, ist das nicht super tragisch. Er toxikt mich, okay. Und jetzt drücke ich halt auf eine Flip-Turn. Wenn er drin bleibt, geht er halt für Toxic. Dann kann ich Toxic für Stealthox. Dann könnte ich Golurk reinbringen. Er geht auf Milotic. Das ist schön, weil da Flip-Turn wir jetzt drauf. Gehen in unser Golurk. Und ich würde hier gerne einfach Poltergeist drücken. Aber ich fühle, to be honest, einen Dynamic Punch am meisten. Stone Edge wäre auch cool. Aber ich glaube, in dem Punkt ist es einfach der Dynamic Punch, den wir drücken müssen. Ich kalk mal eben nach, wie viel wir denn machen würden. Golurk gegen Milotic, weil der Dynamic Punch trifft halt einfach alles, ne? Selbst wenn er in seinen Crobat geht, haben wir immer noch die Chance Verwirrung. So, Milotic, are you defensive? Dynamic Punch macht 37 Min, genau. Also ich könnte Dynamic Punchen. Und ich sehe ihn hier halt irgendwie. Na, ich glaube Stone Edge ist es doch am ehesten, oder? Ich will halt auch nicht, dass er hart auf Steelix geht. Da habe ich ein Problem mit. Wie viel würden wir Heracross machen? Mit einem Dynamic Punch. Heracross. Are you Guts Wallbreaker? Dynamic Punch macht genug. Ich gehe für Dynamic Punch. Okay, er ist mit Milotic drin geblieben. Milotic ist gone. Milotic ist einfach gone. Und wir behalten unser Golurk. Wir geben das nicht her. Weil er Circuitry hat. Und ich will nicht, dass er mit T-Bolt losgeht. Wir behalten dieses Golurk. Ich gebe das nicht her. Da kommt Circuitry. Vergiss es. Da wird jetzt ein Dazzling Gleam kommen. Ich sehe den doch. Der kann hier nicht T-Bolt. Und ich gehe auf Crobat. King wäre jetzt hier T-Boltet. Der ist absolut crazy. Aber Crobat steht noch. Der Mann ist verrückt. Aber I guess, es war halt obvious, dass ich rausgehe. Und ich bin Crobat langsamer als er. Und deswegen kann ich hier leider nicht drin bleiben, so sehr ich es auch möchte. Ich muss hier Milotic gehen. U-Turn. Energy Ball ist jetzt so strong von dem Circuitry. Ich muss irgendwo mein Crobat gehealt bekommen. So, da kommt Obstagoon. Und ich habe hier keinen anderen Play, jetzt einfach zu flip-turnen. Ich meine, ich nehme den Hit. Ich muss irgendwie was reinbekommen. Ich könnte hart Koba gehen. Ich gehe auch hart Koba. Was will mich aufhalten? Der kann knocken. Close Combat sehe ich an dem Punkt nicht. Es drückt auf Fassade, die nehme ich halt auch. Jetzt lege ich meinen Jock. Er geht in Crobat. Soll er machen. Ich Volt-Switche.
Geht für Defog, okay. Okay, ich nehme den Chip auf Crobat sehr gerne. Hab den Chip auf Crobat genommen. Jetzt gehe ich auf Raikou. Und jetzt drücke ich auf mein K-Mind. Weil dann kill ich Steelix nämlich auch. Warte mal. Raikou. Steelix nimmt gleich halt nochmal 6% Recovery durch Leftovers. So, gegen Steelix. Harry Defensive. So, und jetzt. Habe ich gerade nicht weniger als 55% gemacht? Ich habe 45% gemacht. Oh, ich bin hier auch noch live open, never mind. Hä? Leftovers. So. Ja, ja, dann kommt er schon eher hin. Jetzt gehe ich auf plus 1. 63 bis 75. Nee, da muss ich jetzt schon Aurasphäre drücken. Der drückt Juice. Der ist crazy. Der ist einfach verrückt. Der ist einfach komplett verrückt. Aber jetzt, wenn er U-turnt, haue ich nochmal die Aurasphäre raus. Drückt auf Brave Bird. Mach das. Das macht mir halt kaum Schaden. Ich spam meine Aurasphäre. Wenn ich das muss. Ich drück die nochmal. Juice. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich drück die nochmal. Da kommt die U-Turn. Kommt jetzt das Steelix. Kommt Circuitry. Will er seinen Heracross hergeben? Er geht auf Steelix. Das ist in Ordnung. Hier kommt die Aurasphäre und noch eine zweite Aurasphäre knockt den aus. So, da kommt wieder Crobat. Willkommen zurück. Aber jetzt hindert mich doch nichts mehr daran, T-Ball zu drücken, weil das Steelix doch einfach stirbt. Sogar noch besser. Ich kann einfach Carmine drücken. U-turned. Geht er wieder auf Steelix? Versucht das Circuitry reinzubekommen für den Chip-Damage. Geht auf Steelix. Okay, Carmine ist draußen. Und ich drücke nochmal auf Aurasphäre. Der versucht halt gerade sein Steelix hoch zu leftovern. Aber jetzt drücke ich nochmal auf Aurasphäre. Steelix ist gone. Steelix ist gone. Ich kill das Obstagoon. Ich kill das Crobat. Wie viel macht mir Circuitry? Wie viel mache ich Circuitry? Ist auch eine wichtige Frage. Circuitry. Energy Ball macht 30. Der ist den lieben 26. Heißt, der macht mir nicht genug, wenn er Scarf ist. Und meine Aurasphäre macht 50%. Dazzling Gleam, 24. Aurasphäre, zack, 59. Ich mache 51% Min. Er müsste mich jetzt kritten mit Dazzling Gleam, um mich zu killen. Ich drücke nochmal auf Aurasphäre, geht auf Crobat, ist definitiv sein Play. Aber jetzt hat er halt das Problem, dass er mich jetzt Brave Birden müsste. Oder U-Turn und ich drücke einfach auf meinen T-Bolt und gönne mir den Kill. Er drückt auf Brave Bird, killt mich hier damit. Aber ich bin halt immer noch außerhalb der Range, weil ich Leftovers recover. Also an dem Punkt gewinnt Raikou das. Da kommt wieder Circuitry. Wir sind in derselben Situation wie eben. Er muss mich halt kritten, um mich zu killen. Ich drück auf Aurasphäre. Er Volt Switcht raus. Okay. Macht damit halt insgesamt, weil ich gleich insgesamt 12% Recover, weil ich halt Aurasphäre gedrückt habe. Er hätte hier, to be honest, eher sein Obstagoon stacken sollen. Ja, ich recover halt so viel, dass ich hier ohne großen Verlust bei rausgehe. So, ich bin doch 43%. Da ist wieder Circuitry. Ich drücke nochmal auf Aurasphäre. Energy Ball kommt, macht 28, killt nicht. Circuitry geht down zur Aurasphäre. Er hat nur noch Obstagoon und das droppt auch zur Aurasphäre. Also, easy 6-0 würde ich an der Stelle sagen. Also so easy war es jetzt nicht, aber es ist ein 6-0. Und das sieht auch immer gut aus auf der Statistik. Einen machen wir noch, Leute. Einen machen wir noch. Mit unserem Golurk-Team. Mit unserem Golurk-Team. Aber ihr seht es auch hier, ich gehe hin und wieder in den Teambilder, ändere mal ein paar Sachen. Wir sind jetzt hier Leftovers, Raikou statt Live Orb. Cobellion hat sich nicht geändert, ist immer noch ein Pivot. Aber ne, so hin und wieder guckt man mal, ändert man mal irgendwelche Sachen. Ich mag den Volt Switch auf Raikou auch immer noch, obwohl wir jetzt Leftovers sind und Carmine. Der Volt Switch ist immer noch geil. Weil wir brauchen halt eigentlich auch nur Volts, Electric und Fighting. Das sind so die wichtigen Typings. Klar, Dressnod kann der nicht, HP Grass wäre geil, aber Hidden Powers gibt's nicht. Scald ist generell cool, aber hittet auch nicht groß andere Sachen, hittet halt Rhyperior besser, das wäre cool. Ja, das wäre cool, aber Rhyperior, ja, ist der wichtige, ja, den kriegen wir halt besser gehittet als Steelix, glaube ich, mit dem Team. Ja, ja, den kriegen wir besser halt gehittet als Steelix, einfach weil Sejuut den ohnehin besser trifft. Also es passt schon, das passt schon. Kaleo Crowned. Oh, das ist ein hochgeratetes Game. Gegen wen kämpft der? Gegen Jishimo. Okay, da haben wir ein Game.
Ja, Witte 96. Ist das dieser ominöse Regi Dragostall, von dem mir auf meinem Discord erzählt wurde? Ich mach grad mal einen Screenshot und find das heraus. Zack. Regi Dragostall. Bild und dann lade ich das eben im Discord hoch. Regi Drago. Ich meine, das ist halt ein ziemlich bulky Team, aber ich weiß halt noch nicht, ob ich... Es könnte Stall sein, aber man weiß es nicht. Ist das der hier, vor dem ihr gewarnt habt? So, aber wir gucken mal. Generell sieht Raikou wieder super sick aus. Raikou sieht wieder super sick aus. Wir müssen das Steelix loswerden. Der hat einen Wish-Support für den Steelix. Für das Steelix, das nervt ein bisschen. Ja, der Cobalion ist halt auch fire. Der ist halt auch fire. Ich liebe Golurk. Der bricht hier alles durch. Der drückt hier einfach Earthquake. Da kommt Regidrago. Okay. Ah, vielleicht hätte ich doch Cobalion lieben sollen, weil der ist jetzt kritisch. Der ist jetzt sehr kritisch. Ich überlege gerade, ob ich ihm Milotic geben muss. Und es sieht ein bisschen so aus. Es sieht ein bisschen so aus. Ah. Es sieht ein bisschen so aus. Das ist nicht so cool. Wobei, wie viel macht ein Regidrago? Ich habe keine Ahnung, was Regidrago tut. Regidrago. Are you Choice Band? So, und der steht jetzt gegenüber meinem Milotic zum Beispiel. Der macht 100.000. Cobalion. Nimmt den. Gibt's andere Regidrago-Sets? Nicht wirklich. Ne, ich geh auf Koba. Dragon Energy. Das Scarf. Dragon Energy. Ja, das ist auf jeden Fall nicht Damage Boosting Item. Wie viel würde Milotic davon nehmen? Milotic. Viel. Cobalion ist zu geil. Ich kann ihm hier nicht einfach mein Cobalion geben. Sejuut ist aber auch geil. Ich glaube, ich muss dem hier Cobalion geben. Ich gehe für Rocks. Er ist tatsächlich Scarf Regidrago. Krank. Krank. Nimmt Sejuut so eine Dragon Energy? Nicht unbedingt. Nimmt Crobat die. Definitiv nein. Okay, dann muss ich hier auf Milotic gehen und den Toxic ins Gesicht hauen. Dann wird die Dragon Energy immerhin schwächer. Ist ja sowas wie eine Eruption. Geht auf Giuniclis. Nicht cool. Hallo Giuni. Oh, der nimmt Poison Damage. Okay, der nimmt Poison Damage. Heißt, der ist wahrscheinlich das lustige Assault Vest Set. Okay. Wenn er das ist, dann scold ich den jetzt hier. Nehme den Damage, den er mir entgegenwirft. Drückt auf Knockoff. Ist natürlich schade. Ist natürlich schade. Jetzt flip-turn ich hier raus. Und gucken, ob ich Golurk reinbekomme. Ah, ich will Sejuut lieber reinbekommen. Future Sight. Okay. Jetzt drücke ich auf U-Turn. Würde ich Juni killen. Er geht auf Weezing. Ist Rocky Helmet Weezing und ist Schwebe Weezing. Gefällt mir nicht. Ich glaube, ich brauche halt... Ich muss hier, glaube ich, mit Milotic Scald Burn. Aber ich muss Milotic auch healthy genug lassen, um den Regidrago hinzunehmen. T-Spike. Future Sight kommt. So, jetzt drücken wir auf Recover. Es kommt 3Q. Kritisch.
Weil jetzt kriegt er halt ein Poison und ich kann da nichts gegen tun. So, Jude reinbekommen wäre natürlich nice. Was mache ich, wenn der... Der hat halt Aurasphäre wahrscheinlich. Ich gehe auf Golurk. Sub. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist kritisch. Das ist kritisch. Earthquake halt, ne? Der hat's Gold. Der hat's Gold. Das sieht mir over aus. Ich glaube, da komme ich nicht mehr raus. Ich muss jetzt hier nochmal Earthquaken. Da ist das Raikou, Mann. Das ist Kack-Raikou. Ich gehe auf The Root. Wenn ich das gewinnen will, dann muss ich das halt mit Raikou tun. Dafür brauche ich mit Raikou einen Calm Mind. Ich weiß noch nicht, wo ich den bekommen soll. An dem Punkt drücke ich auf U-Turn. Es kommt Steelix rein. Dann gehen wir auf Crobat. Ich brauche den Defog. Ich kann den T-Spike hier nicht einfach so liegen lassen. Heavy Slam. Ja, ist fein. Ist absolut fein. Dann U-Turn ich raus. Milotic will ich nicht reinbringen. Der darf mich nicht scolden. Deswegen gehe ich auf The Root. Legt hier seine Rocks. Und ich drücke auf Power Whip. Es kommt Weezingala. Dann auf den T-Spike. Oder. Nee. Ich U-Turn hier jetzt erstmal auf mein Crobat. So. Und die Fogge. Wisp ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Drück auf Defog. Es kommt Regidrago. Der gönnt sich jetzt einen Kill. Dagegen tue ich nichts. Ich muss jetzt halt irgendwie mit Raikou den Win ansetzen. So, ich tue dagegen nichts. Ich drücke jetzt auf U-Turn. Drück auf Dragon Energy. Killt Regidrago. So, jetzt gehe ich Milotic. Jetzt gehe ich auf Milotic. Und drück hier auf die Flip-Turn. Kann ich nicht. Ich muss hier Toxic drücken. Geht auf Raikou. Das ist gut. Toxic hitten. Nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann gehe ich jetzt Hard the Root. Er drückt T-Bolt. Soll er machen. Kriegt er die Para. Unschön. Dann drücke ich jetzt gerade mal auf Jungle Healing. Geht auf Steelix. Hab mein Jungle Healing rausbekommen. Cool. Spam jetzt ein bisschen Power Whip gegen Licks. 32%. Nochmal ein bisschen Schaden. 33%. Ich nehme allen Schaden, den ich auf Licks kriegen kann, Leute. Ich nehme den. Ich nehme allen Schaden, den ich kriegen kann. Drücke ich mal auf Jungle Healing. Für den Fall, dass er rausgeht, auf Weezing. Nee, er drückt jetzt Heavy Slam. Okay. Okay, ich drücke nochmal auf Power Whip. Habe ihn gemisst. Schade. Da hätte ich gerade lieber Darkest Lariat drücken sollen. Jetzt drücke ich aber nochmal auf Power Whip. Fuck. Fuck. Kritisch. Ich muss hier Milotic gehen und ich muss hier leider auch scalden. So ungern ich das tun, tatsächlich auch tue. Burn? Nö, drückt Earthquake. Lefties habe ich nicht. Ich muss hier also recovern, weil sonst verliere ich, sobald ich den kille, gegen Regidrago. Drückt Toxic. Ist schade. Jetzt muss ich hier nochmal... Nein, ich musste scolden. Nein! Okay, das ist over. Das ist over. Ja, das ist over. Falschen Move gedrückt. Wir probieren das nochmal. Das war jetzt halt kacke. Da hätte ich scolden müssen und dann hätte ich Regidrago einen Hit nehmen müssen. Den auch scolden. Dann Raikou rein, Instant Calm Mind. Und hoffen, dass Raikou dann direkt gewinnen kann irgendwie. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Ah, mein Regidrago-Matchup. Ich habe absolut im Teambuilding auch nicht an den gedacht. Ist der Aryu? Ist Regidrago? Der ist Aryu. Ich habe nicht an den gedacht. Aber der wird halt auch von Fairies aus dem Leben genommen, ne? Der macht dann nichts.
Aber alles andere zwiebelt der halt einfach weg, ne? Hm. Vielleicht ist Regidrago ja tatsächlich ein Fett. Okay, nächstes Mal weiß ich, dass der da ist. Dann kann ich ein bisschen anders spielen, aber... Hm. Ich will halt auch nicht gezwungen sein, auf jedem Team eine Fee zu spielen, ne? Ey, da ist der Regen wieder. Okay, vielleicht kriegen wir den ja nochmal umgeboxt. Beim letzten Mal haben wir gegen den verloren, ne? Genau. Diesmal machen wir das anders. Diesmal leaden wir zum Beispiel mit... Golurk. Okay. Dann probieren wir das nochmal. Ja, ein Gifloor. Ja, nice. Und ich würde das nicht unterschätzen. Gifloor ist halt... Der ist halt solide, ne? Der ist solide. Kyun. Okay. Du wirst die Scarf Mienschau. Wäre natürlich nice für Regidrago. Dann könnte man den Close Combat, bevor der einen hart hitten kann. Und Dragon Energy Set war halt nicht, ist halt nicht mal im Kalk, ne? Es ist halt nicht mal im Kalk. Deswegen habe ich da auch nicht mit gerechnet an dem Punkt. Aber hätte ich eigentlich. Ich hätte eigentlich direkt einen Monster hacken sollen, um Cobellion reinzubekommen und direkt Rocks zu legen. Aber ich habe es halt nicht gemacht und deswegen ist das mein Fehler. Verliert Vileplume 1v1 nicht gegen Kyun? Weil Kyun hat halt... Genau, da kam meinet einfach auf dem und der AP stallt den doch. Okay, da haben wir ein Game. Was ist das? Super Luigi Fan 100. Was ist das? Was tust du und warum tust du es? Warum stirbt hier alles zu Poltergeist? Also außer Mudsdale. Will ich Golurk leaden? Ich krieg den Golurk... Ich krieg den Hit mit Golurk halt gar nicht raus. Holy shit. Also gegen Neuvern kriege ich den raus, weil ein Hit von Neuvern nehme ich. Aber ansonsten wird das ein bisschen kritisch. Ja, wird das ein bisschen kritisch. Weil Arcanine bin ich auch langsamer. Uncool. Will ich mit 3Q gewinnen? Ich glaube, mit 3Q gewinne ich. Das ist mein Wincon. Mudsdale muss dafür weg oder gechippt werden. Wir leaden mit Milotic, weil Milotic einfach das gesamte Team wallt. Und mit gesamt meine ich halt wirklich gesamt. Ich drücke hier auf Toxic, weil wer will mich aufhalten? Der muss jetzt erstmal rausgehen. Oder er confused mich mit Hurricane. Das ist der alternative Play, für den er tatsächlich gegangen ist. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Mein Toxic ist draußen und ich flip-turn hier jetzt erstmal raus. Mist noch ein Hurricane. Okay, das ist natürlich unschön. Hier kommt die Flip-Turn. Ich gehe auf meinen Golurk. Und dann gönne ich mir einen Kill mit Poltergeist. Außer er geht in Morpeko. Dann nicht. Da kommt noch ein Hurricane. Den nehme ich. Bin nicht confused worden. Neuvern ist dead. Und wenn ich jetzt eine Möglichkeit hätte, Earthquakes zu drücken, wäre das natürlich cool. Die habe ich leider nicht. Deswegen bin ich hier schon fast gewillt, ihm einfach meinen Golurk zu geben. Und ein bisschen Poltergeist zu spammen. Um Mudsdale low zu kriegen. Damit ich mit Raikou dann später Work machen kann. Da kommen seine Jocks. Jo. Ich drücke meinen Poltergeist. Was hat er da für ein Item gehabt? Leftovers. Zack. Killst du mich? Killt mich. Okay. Aber Mudsdale ist low. Und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige im Leben. Dass Mudsdale low ist. Jetzt gehe ich in Raikou. Bin schneller. Auras fährt ihn weg. Genau. Ich gehe auch direkt in Raikou, weil Raikou hat Leftovers. Der wird jetzt von Jocks nicht so krass beeinflusst. Und ich kann ihn halt leider mit Koba nicht killen, weil der halt plus 2 Death ist. Und Koba nicht unbedingt stark. Und mit The Root müsste ich halt einen Move hitten, den ich wahrscheinlich gemisst hätte. Da ist Arcanine. Ich will nicht riskieren, dass es irgendwie ein random Scarf Arcanine ist. Deswegen gehe ich hart Milotic. Close Combat. Na, vielleicht ist er tatsächlich ein random Scarf Arcanine. Ich drücke jetzt erstmal auf Scald. Da kommt Driftblim. Ich weiß nicht, ob ich den burnen möchte. Nicht, dass der Flare Boost ist. So, das ist jetzt unschön. Ich glaube, hier kommt mein Toxic. Ja, der hittet mich ohnehin nicht krass. Geht für Wisp. Das ist fein. Fein. Das ist sehr fein, weil es ist halt kein Toxic. Das wird durch meine Leftovers ausgeglichen. Und okay, der Hex. Ja, der macht halt trotzdem nichts, weil du bist ein Driftblim und dein Special Attack ist irgendwo nicht hier. Und jetzt nehme ich halt Arcanine viel besser. Und Barbaracle. Also halt in Ordnung. Flip-turn wir hier mal raus. Kommt nochmal ein Hex. Okay. Ah, vielleicht nicht so cool, dass wir jetzt geflip-turned sind. Er hat eine Citrus gehabt.
Geh mal auf Crobat und defog den Jock weg. Ich glaube, gegen den kann man das ganz gut machen. Da kommt eine T-Wave. Ja, ist fein, solange ich meinen Defog bekomme. Den bekomme ich auch. Animal Rider Poison Damage. Und jetzt versuche ich mal eine U-Turn rauszukriegen. Hex nehme ich. Bitte kommt raus mit der U-Turn. U-Turn kommt raus. Das ist nice. Und dann gehen wir auf Raikou. Holen uns die Lefties. Sind dann wieder full. Driftblim ist weg. Und jetzt kommt halt Arcanine wieder. Und jetzt zacke ich mein Crobat. Close Combat. Ja, nee. Da U-Turn mal nochmal raus. Kann er seinen Move wechseln? Ja, nein. Kann er. Gut zu wissen. U-Turn kommt raus. Wer es also nicht random gab, ich gehe jetzt auf Milotic. Ich drücke jetzt auf Recover. Der wird mich nicht killen, weil ich einen Death Boost habe durch meine Marvel Scale. Close Combat, more like nothing. 19%. Absolut Trash. Und ich drücke hier auf meinen Scald. Mopeko. Burn wäre sick, weil das ein physisches Mon ist. Kein Burn bekommen. Was macht Hunger Switch? Er hat auf jeden Fall 322 Speed Max. Das heißt langsamer als Raikou und langsamer als Koba. Geh einfach mal auf The Root. Der ist auch schneller. Protect. Okay, jetzt ist er wieder das andere. Also ich habe keinen Plan, was Mopeko tut. Das ist so confusing. Ich drücke auf U-Turn. Sehr effektiv. Nochmal Protect. Mopeko, was tust du? Bitte helfen Sie mir. Mopeko Hangry ist da jetzt. Hilfe. Arcanine. Ja, ist fein. Hast du Jockey Helmet? Auch nicht. Okay, wir wissen jetzt aber mittlerweile, dass der halt nicht gescarft ist. Und das heißt, ich gehe auf Raikou und drücke mal auf Volt Switch für ein bisschen nice Damage. Sack mein Crobat, ging wieder rein mit Raikou und dann drücke ich T-Bolt. Und dann gewinne ich. Close Combat. Jo, er hat mir sogar noch den... Er hat sich sogar einen Special Defense Drop gegeben. Das heißt, Raikou ist jetzt noch stärker. Nice. Okay, dann drücke ich mal meine T-Bolts. Mopeko. Der nimmt doch keine zwei Hits, oder? Der nimmt nicht mal ein. Arcanine ist wieder hier. Hallo, willkommen zurück. Ich Volt Switch mal raus. In mein... The Root, würde ich sagen. Close Combat. Ist halt fein. Ist halt absolut in Ordnung. U-Turn mal raus. Extreme Speed absolut in Ordnung. Kann mir gar nichts bei passieren. Ich gehe mal auf meinen Koba. Ne? Ich hoffe, da hast du jetzt kein Problem mit. Ich kill dich jetzt hier mit einem Close Combat. Der einzige Move, den Barbarical drücken kann, der uns killen würde, ist ein Scarf Earthquake. Und wenn das ein Scarf Earthquake ist, dann nimmt Milotic den. Und ansonsten boxe ich dem jetzt einfach ein fettes Close Combat in sein Gesicht. Das war Barbarical und wir haben gewonnen. War ein weirdes Team. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wo bin ich jetzt auf der Ladder mit 1579? Wie tief bin ich gedroppt? Are you? 1579, wie tief ist das? Okay, wir sind jetzt nur noch auf Platz 10 offenbar. Wir laden die Seite gerade mal neu. Are you? Ja, es aktualisiert gerade nicht. 1567, da sind wir hoch auf 1579. Dann sollten wir auf Platz 10 sein, außer da hat sich was an den Rankings geändert. Komm schon. Are you ladder? Ja, mit 1579, wir sollten Top 10 immer noch sein. Aber mal gucken. Mal gucken, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.